Als Christen befinden wir uns in einem Kampf. Und zwar in einem Kampf, der in unserer Gedankenwelt stattfindet. Unsere Gedanken sind das Schlachtfeld, auf dem der Feind uns attackiert und versucht, uns auszuschalten. Und das kannst du dir tatsächlich so vorstellen, als ob du in einer Schlachtreihe stehst, auf dem Schlachtfeld stehst und die Gegenseite schießt Pfeile auf dich ab. Und zwar viele Pfeile. Einen regelrechten Pfeilhagel. Der Himmel ist schwarz von Pfeilen, die auf dich niederprasseln und du musst einen Schutz davor haben. Die Bibel schreibt in Epheser 6 von der Waffenrüstung, von dem Schutz, den wir haben vor diesen Attacken des Feindes. Was in den Psalmen heißt es, denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen, haben ihren Pfeil auf der Sehne gerichtet, im Finstern zu schießen, auf die von Herzen Aufrichtigen. Mit Gottlosen sind die gottlosen Mächte gemeint, die Mächte der Finsternis, die dich ausschalten wollen. Da sind jetzt diese Pfeile, und zwar Pfeile, die dein Denken treffen wollen. Vielleicht kennst du das. Auf einmal aus heiterem Himmel, baff, hast du einen Gedanken, wo du weißt, dass der eine Sekunde vorher noch nicht da war. Ein Gedanke, der negativ ist. Ein zerstörerischer Gedanke, ein anklagender Gedanke, ein sündiger Gedanke, ein Gedanke, der dich in Versuchung führen soll oder was auch immer. Das sind genau diese feurigen Pfeile, die der Feind auf dich abschießt. Und es ist äußerst wichtig, wenn du getroffen wirst, dass du diesen Pfeil sofort rausreißt, denn er ist vergiftet. Sein Gift dringt in dich ein, wenn du ihn nicht sofort wegnimmst. Setzt dich in Brand, wenn du ihn nicht sofort rausreißt. Und das ist das, was unser Kampf ist. Der Feind möchte uns mit diesen giftigen Pfeilen dazu bringen, falsch zu denken. Beispielsweise Gedanken von ständiger Selbstanklage oder Gedanken, sich selbst umzubringen, solche Dinge. Oder Gedanken an einen Ehebruch. Den gehen wir nach und denken darüber nach und durchspielen das in unseren Gedanken und nochmal und nochmal. Und das ist genau das Problem. Wenn wir dem Raum geben, dann durchspielen wir das. Und irgendwann einmal wird es Realität. Jeder Amoklauf geschieht so. Der Mensch hat sich dutzende Male, hunderte Male gedanklich damit beschäftigt. Und irgendwann ist es soweit. Jeder Selbstmord, eigentlich jede sündige Tat geschieht so. Und deshalb ist es wichtig, dass du zulässt, was du denkst. Du hast Autorität über dein Denken. Du kannst entscheiden, was du denkst und was du nicht denkst. Du kannst entscheiden, dass du die feurigen Pfeile des Feindes rausreißt und ihnen keinen Raum gibst. In Epheser 6 schreibt Paulus über die Waffenrüstung, die Gott uns gibt. Und da heißt es an einer Stelle, bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Der Glaube, das ist der Schutz vor diesen feurigen Pfeilen. Das ist ein Schild, das ist ein Schutzschild, das du hochhalten musst und an dem diese feurigen Pfeile abprallen. Deshalb musst du dein Denken mit Glauben füllen, mit dem guten Wort, was Gott sagt. Deshalb musst du mit der Bibel dich beschäftigen, musst die Wahrheiten Gottes in dein Leben aufnehmen. Das, daran musst du dich mit beschäftigen und in dir wohnen lassen. Das ist ein Schutzschild, an dem der größte Teil der feurigen Pfeile abprallt. Vielleicht kommen seitlich ein paar vorbei. Dann brauchst du den Helm des Heils, wo auch welche abprallen. Dann brauchst du den Brustpanzer, wo auch welche abprallen. Und wenn tatsächlich mal einer durchkommt und dich trifft, dann reiß ihn so schnell raus, wie es nur geht. Damit das Gift dich nicht in Brand setzt. Sieh zu, dass dein Denken, das Schlachtfeld deines Denkens, wirklich gemäß dem Reich Gottes funktioniert. Sieh zu, dass du so denkst, wie Gott über dich spricht. In deinem Denken entscheidest du über Niederlage oder Sieg in deinem Leben. Deshalb fülle ich mit den Wahrheiten Gottes. Wenn du das tust, bin ich sicher, Gott hat viel mehr für dich.